auch wenn ich Reflex inzwischen hasse. Aber weißt du, was ich auch noch hasse? Ich hasse Spitznamen. Ja. Okay. Ist eine Ansage. Ich habe meine Lieblingsmusiker heute mitgebracht, Alter. Helene Fischer? Ja. Hast du auch Jeanette Biedermann dabei? Oh nein! Wir müssen abbrechen. Abbruch. Nee, Jeanette Biedermann mag ich nicht mehr. Die hat mich mit den Abonnenten überholt auf YouTube. Deswegen bin ich kein Fan mehr. Du bist so Schmutz, wenn selbst die Alte dich überholt. Leer Smog. Bam. Aua. Ja, war schon ein guter Schaden, sage ich mit dem. Kann man leben. Guck mal, wie cool ich da stehe. So richtig. Nein, mein Luftballon. Das ist nicht das Einzige, was heute platzen wird, Bruder. Auch deine Trommelfelle. Nein, nicht die Lichtkanone. Und das von Helene. Bam. Ich sag, ist solider Schaden, mit dem man arbeiten kann. Ja, kann man mitnehmen. Ich muss aber sagen, ich mag beide Formen eigentlich ganz gerne. Aber die coole Form ist schon cooler. Oh. Ja, doch. Oh. Ah, ja, erschrocken gerade, du. Mensch. War das etwa... Wirklich? Hier, Schemenkraft. Ciao. Schui. Hau rein. Wo bist denn du hin? So. Jetzt du erschreckst mich doch gleich wieder. Ich erschreck dich. Ich bin heute sehr geistig unterwegs. Geistig? Geistig. Na gut. Mit Erstauner und Schemenkraft? Ist egal, geil. Alter. Ich gebe dir erstmal eine Shell. Oh. Na gut. Hätte ja klappen können. Guck mal, ich finde gut, wie Helene Fischer auch pink ist. So, passt mega gut dazu. Wasserschuriken. Wild auf jeden Fall, wild. Ja, du musst aber auch mal treffen. Und nein, da ist er wieder. Oh. In dein... Oh, was hab ich? Gesicht. Rote Karte. Hau mal ab hier, Alter. Helene Fischer sagt weg. Eins. Ich hasse Spitznamen, Ausrufezeichen. Da macht er einmal einen Satz wahrscheinlich. Ja. Und dann wird er durcheinander gewirbelt. Oh, Spannung! Ja. Denk ich, weil ich bin Helene. Und Helene ist Fischer. Vor allem auch mit A einfach, weil es nicht mehr reingepasst ist. Fischer. Ja, sehe ich jetzt erst. Wild. Guter Spitzname von der Regie. Bitterkuss. Wieso bist denn du schneller? Bist du Walschal? Nee. Hast du gerade Helene Fischer sexuell belästigt? Oh ja. Okay. Oh ja. Okay. Oh ja. Wenn wir im Metronom Battle nicht so langweilige Titel verwenden würden, sondern Clickbait-Titel, hätte ich jetzt einen. Kannst du ja machen. Wieso bist du mit dem jetzt auch schneller? Was passiert hier? Wir sind... Oh mein Gott, wir sind im Speed-Tie. Oh mein Gott, was für ein Zufall. Hab ich bei zwei gleichen Pokémon nicht gedacht. Nein! Helene! Stark. Helene! Oh. Wie dumm bist du, Helene? Helene! Was soll das? Wie seine Zunge rausgesteckt hat, als er gestorben ist. Überschallknall, komm, gönn. Erdanziehung, fühle. Ja, dein Luftballon wäre jetzt eh für den Arsch gewesen. Jetzt zurück ich Pferdestärke. Boah, stell dir vor, einer von uns drückt einfach Erdbeben. Weißt du, was mein drittliebster Musiker ist? Justin Bieber. Der Dragon Ball Super OST. Wow. Wow. Mir fiel Real Talk an diesem Abend nichts mehr ein, außer Alligator und Helene Fischer. Das ist ziemlich wack. Und das nächstbeste war einfach der Dragon Ball Super OST. Alter, wie sehr viel Lage. Ja, Strong ist super. Gar nicht so sehr, weil ich dich jetzt mit Erdbeben auseinanderstampfe. Ach so, na gut. Ja. Ey, wie du jetzt plötzlich immer schneller bist. Ja, Funkensprung. Para. Oh, Para. Wie er mich Alter. Tritt. Überleg mal, was du hier tust. Wie entsetzt er ist. Wie er mich tritt. Ja, nein, nicht Wirbelwind. Oh, okay. Wie ich die alle durcheinander whirle. Rote Karte, Hallo. Wirbelwind. Da ist er, insetzen. Insetzen. Willst du deinen Spitznamen nochmal, deinen Namen, deinen Satz nochmal richtig vorlegen? Ich hasse Spitznamen insetzen. Das ist eine Ansage. Das geht raus an, ihr wisst genau, an wen das rausgeht. Ihr Hunde. An Helene Fischer. Ja. Ich fühle, glaube ich, noch gerade nicht so sehr, wie sich dieser Kampf entwickelt. Verstehst du? Ja, ich habe auch nicht so sehr gefühlt, in was sich mein Shiny Toxel entwickelt hat. Warum sagt man eigentlich, etwas entwickelt sich? So, das müsste ja bedeuten, dass es vorher zusammengewickelt war und sich jetzt entwickelt. So, weißt du? Und warum bedeutet das, dass man sich steigert? So, dass man Fortschritte macht. Aha, Erdanziehung mal 2, okay, alles klar. Erklär mir das, warum sagt man entwickeln? Woher kommt das? Ja, weil deutsche Sprache ein bisschen komisch ist. Ah, gute Erklärung auf jeden Fall, danke dafür. Ja, bitte, gerne. Mhm.
Schreibt es gerne gemacht. In die Kommentare, Leute. Warum eurer Meinung nach entwickeln Fortschritt machen bedeutet? Das ja, guck mal, weil eine Raupe entwickelt sich ja zu einem Schmetterling. Oh, der hat Halsspray. Nee, hat er nicht. Ja, oder Halsspray? Oh. Nee, hat er nicht. Ja, oder Halsspray? Nee, hat er nicht. Na gut, Mann. Na, Halsspray okay, muss man doch auf dem spielen. Hätte ja sein können, dass da Halsspray drauf ist. Man darf ja hoffen, es ist eine 1:4 Chance. Auf irgendeinem habe ich auch Halsspray. Ja, ich bestimmt auch. Ja. Wenn wir hier so ein Musiker-Battle machen. Wollt ihr mal ein Musiker-Metronom-Battle haben, Leute? Learn to play, du Hund. So, Speedtie ist vorbei jetzt. Geil. Ja, wo wir so ja. Es gibt ja ganz viele Musiker-Pokémon. Gerade in Gen 18 sind ja viele dazugekommen. Gorthrum mit seiner Trommel. Ja. Ja. Riffex, das war's. Ja. Da hört's noch schon auf. Nein! Hör doch auf! Du wirst nie wieder schneller sein als ich, Bruder. Jetzt, wo ich erkannt habe, dass wir im Speedtie sind. Gibt's Damage das auf dein Ohr. Nicht mal schlechten Schaden gemacht, Alter. Also mal Real Talk hier an der Stelle, Chip, ne? Den man mitnimmt. Nett ist das nicht. Muschelglocke. Let's go. Ja, ist mein Instrument, was ich spiele. Die Muschelglocke. Oh, Nitroladung. Ich bin fast wieder schneller als du. Fast, ja. Beinahe. Wie du mich immer trittst, Alter. Das ist ziemlich gemein. Ja. Ist halt echt so. Macht der jetzt bestimmt auch wieder. Ja, ja. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich ein Tritt. Ins Gesicht. Sehr gut, finde ich stark. Hast du den anderen gerade angegriffen, oder nicht? Nee. Bin ich dumm? Ja. Na gut. Nee. Warum ist der Dragon Ball Super OST weiblich? Warum ist Alligator weiblich? Weiß ich nicht, woran das liegen könnte. Weil heute Weltfrauentag ist. Prisma-Lösung. Nehmen wir, oder? Kann man oh, du nehmen wir mit, ne? Kann man mitnehmen, sag ich. Könnte eventuell ein bisschen Schaden machen. Ja, ein bisschen. Ne? Hier ist kein Platz für Hass. Hier ist nur Platz für Liebe. Ah, ach so, ja gut, dann. Komm, Prisma Laser again. Gönn mir. Scheiße. Schleuder. Schleuder? Hier ist die Muschelglocke. In mein Gesicht, Alter. Spiel du doch mal mit der Musik, Alter. Ist gar nicht so einfach. Stimmt. Zeig mal. Mach mal jetzt was Musik. Was Geiles jetzt? Erdbeben? Umwandlung 2. Ist auch die weirdeste. Jetzt wirst du Kampf. Nee. Doch. Ich verstehe nicht, warum du Unlicht wirst, wenn du es auf mich einsetzt. Warum? Es wird, man wird immer Unlicht mit, also Metronom-Battle mit Umwandlung 2. Nee. Doch. Und es wurde uns auch schon 10.000 Mal erklärt, warum das so ist. Aber wir vergessen das immer, weil wir dumm sind. Ja, ist schon richtig. Ja, aber ich sag, es ist auch dumm. Also die Attacke ist auch dumm. Du bist dumm. Ja, auch. Wie es gerade mal 3-3 steht. Ich dachte, mit Prisma-Laser habe ich jetzt dich übel überholt. Ja. Ciao. War schön mit dir. Thumbnail ist gesichert. Hä, wie ehrenhaft das Schaden macht. Hat. Geil. Na, ich sag lieber auf den. Der andere war noch ein bisschen fitter. Der hätte eh pausieren müssen, diese Runde. Ja. Schutzteiler? Schutzteiler, stark. Schmutzteiler, sag ich dazu, Alter. Der gute alte Schmutzteiler. Was machst du jetzt? Erdbeben, oder? Erdbeben wäre, glaube ich, wäre das okay? Fensteraura. Ich bin Unlicht. Step. Bist du echt? Step. Ja. Naja, jetzt kann ich wenigstens Reckless Erdbeben einsetzen mit meinem geheimen letzten Pokémon. Reckless, Alter. Nickelback, Alter. Hey, ich muss sagen, ich finde Nickelback eigentlich echt ganz cool. Ja, weiß ich nicht. Hey! Los, Nickelback, Erdbeben-Attacke! Stirnhype und Mist stark. Okay, ich mag Nickelback nicht mehr. Schade. Schade. Oh. Die waren der Hit in meiner Jugend. Damals, 1904. Nickelback? Die heißen einfach Nickelrücken. Gibt's eigentlich auch Zinfront oder so? Oh, Normaljuwel Turbodreher. Jetzt geht's aber los. Strong. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Techniker habe mit dazu. Wer wild. Hat 30% gemacht immerhin. Für ja, war in Ordnung. Ey, nee. Oh. Hätte nicht nehm erst Plage kommen können und dann Turbodreher? Nö, fühl dich schon so, wie es war. Hör mal auf, so Nickelback zu plagen. Nee, Plage. Die nerven mich hier, Magensätze. Nein, nicht mein Techniker. Weg mit dir. Mano. Haha. So, können wir jetzt Erdbeben drücken?
Also, es muss ja jetzt nicht viel passieren, dass ich hier noch drei Monster ausnehme. Das ist eine ganz schöne Machtdemonstration hier, würde ich sagen. App ihm los. Also, ja. Nickelback. Nickelback. Nein, mach keinen Scheiß, eine Anforderung an dich, komm. Bitte. Sonntag, ja, okay. Ich gucke nach draußen und sehe absolute Finsternis. Was Sonntag? Deswegen kriegst du jetzt auch eine Finsteraura von mir gern ins Gesicht. Nö, los. Drück Logo, Conan. Ist auch okay, ja. Lunatan, das nehme ich auch mit. Nimmst du mit, ja? Ja, um es ein bisschen spannend zu halten halt. Na gut. Wir dance dazu. Finde ich aber mega. So ein Ehrenloser. Ich glaube, ist gar nicht so useless. Dein anderes Pokémon ist noch angedamaged, glaube ich. Psycho-Klinge. Oh, okay. Aber deine Plage ist weg. Das ist blöd. Das ist tatsächlich ganz gut. Weiß ich aber nicht, ob ich das im Trade für die Psycho-Klinge nehme. Ich nehme es auf jeden Fall im Trade für ein KO. Ja, sehe ich auch so. Ich sag, wenn ich jetzt für Erdbeben gehe, gewinne ich wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich schon. Außer ich habe eine Schokobäre noch. Das weißt du ja nicht. Das ist sehr, sehr gut möglich. Aber das wäre ziemlich langweilig, wenn du das machen würdest. Stimmt. Von daher, Erdbeben-Attacke, Nickelback. Erdbeben-Attacke. Flammblitz in der Sonne. Ich sterbe einfach, aber du auch. Nö. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Oh, das überlebe ich noch. Aber du stirbst nicht, ja, genau. Ja. Das meinte ich ja. Ja, aber hätte ich den rechts angegriffen, wäre ich ziemlich sicher gestorben. Aber guck mal, ist spannend. Ja, wenn du jetzt nicht einen Attack-Move raushaust, vielleicht. Ja, nehme ich. Senk meine Spezialverteidigung von mir aus auf 0. Ist okay. Ja, nee, finde ich ja doch. Und ich bin durch den Turbodreher schneller. Das heißt, ich krieg nochmal einen Hit raus. Das ist korrekt. Nickelback, jetzt noch einen Flammenblitz hinterher und unentschieden einfach. Oder Erdbeben. Erdbeben wäre auch immer noch fein. Nee. Käferbiss ist okay. Vielleicht hast du eine Beere. Erstmal Schokobeere wegfressen. So. Und jetzt komme auch ich nämlich den Flammenblitz. Let's go. Nee, mach mal nicht. Oh, doch. Drachentanz. Wir sind wieder Speed-Tie. Im Speed-Tie. Es bleibt spannend. Ja. Es bleibt spannend. So, okay. Würde ich sagen, dann wreck ich dich jetzt mal weg, weil ich den Speed-Tie gewinne. Nee, ich gewinne den Speed-Tie. Ich gewinne den Speed-Tie. Nickelback gewinnt den Speed-Tie. Und jetzt kommt Erdbeben, weil du kannst keine Schokobeere mehr haben. Das habe ich erstmal gescoutet. Kaskade in der Sonne, stark. Ja, Flinch. Macht trotzdem guten Schaden. Flinch. So Crit. Flinch. Okay. Ja, wir machen das. Wir regeln das jetzt. Und Octazooka in der Sonne. Meine Spezialverteidigung ist auf minus 2. Weg mit dir, du Hund. Ja, so fühlt es sich an, wenn man Gewinner ist im Leben.